Und der Mann ist durch. Aber halt in so eine leichte IT-Tiefrage. Aber er ist in der BMW und ist auch schon. Wie heißt das? Weiter Teilzeit? Okay, ja. Und ja, ich meine, dass der Vorteil da ist halt, du fängst da ja an, also ohne vielleicht nach dem Abitur oder irgendwo Anfang 20, für die normalen Studiengänge, also offiziell dann für 8 Jahre, bist du vielleicht nicht Ende 20, dann bist du auch attraktiv für andere Arbeitgeber. Medizin wäre halt das Ding gewesen, ich hätte mich auf 18 verpflichtet, nur von 28. Aber ich meine, alleine 6 Jahre sind ja Studium, reine Studium, oder 2 Jahre. Man muss jetzt von mir auch nur bei 12 Oh mein Gott.